Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge Teller Buntes. Wir wollen wieder gucken, was ist bei Alkacharz los, was kommt in der Helden. Ausbildungslager, Stufe 20, H20. Und, ne, also, was kommt da raus? Sind ein paar Fünf-Sterne dabei, die wir für ein Soul Exchange. Ja, also noch nicht ganz gesund, aber es geht in die richtige Richtung. Ihr merkt, ich habe schon wieder Feuer unterm Arsch, nicht mehr so leidlich wie letzte Mal. Ja, was kommt dabei raus? Dann wollen wir noch ein paar Truppen rausholen, um noch eine Truppe ein bisschen höher zu kriegen, um prozentual da einfach besser zu stehen. Was ich meine, erkläre ich euch nachher. Was soll ich sagen? Lasst uns einfach starten und ich würde behaupten, wir fangen einfach mal an. So, bevor wir Helden rausholen und so ein Klimbim, machen wir einmal erstmal Alkacharz. Ein bisschen was haben wir gesammelt. 2309 haben wir. Und oh Mensch, ey, ich hoffe, das brüllt richtig bei euch. Ich muss mal gerade gucken, ist überhaupt ein Ton an hier? Ey, Rechner, mach mit. Ja, ist ein Ton an. Oh Mann, der war bestimmt laut für euch. So, und wir haben fünfmal fertig seltene Aufstiegsmaterialien, die wir umwandeln. Von daher wandeln wir einfach mal um und hoffen, dass vielleicht ein bisschen 4 Sterne technisch was bei ist. Nö, natürlich nicht. Ja, dü-düm, dü-düm. Besten Dank dafür. So, 5250 Alkacharz. Das heißt, wir können 7 mal kombinieren. Das machen wir auch einfach mal. Und ja, mal sehen, was bei rauskommt. Wir sind gespannt. Schon mal nix. Schurke und Mönch. Mönch brauche ich demnächst. Habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen? Ein Fernrohr. Ja? Habe Fernrohr. Wir nehmen Fernrohr. Ja, habe Fernrohr gekriegt. Ja, immer Glück haben, ne? Und? Ruhig. Was soll ich euch sagen? Es ist wieder die Fußpflege, ja? Immer auf den Abend beginnt die Fußpflege und er macht es im Stehen. Also, er steht und versucht jetzt mit seinem Kopf seine Foto hochzunehmen und dann mal sowas verweisen. Und das Problem ist, er kommt nicht richtig ran. Also versucht er dann als Dreibein zu laufen. Ja? Wir Männer kennen das. Ne? Wir sind ja auch Dreibeiner. Ja? Das kann schwierig werden. Ne? Von daher, so geht es ihm auch. Ne? Er übt noch. Aber wird. Wird. Ja? So. Droide oder Zauberer. Ah, jetzt bin ich verwirrt. Da muss ich tatsächlich einmal gucken. Eigentlich habe ich das relativ gut im Blick. Mir ist so, als wenn ich Droide brauche. Aber ich glaube, dass das bei meiner Frau ist, dass die Droide braucht. Ich glaube, das war so gewesen. Sie nickt. Ja, ich sehe es im Augenwinkel. Sie nickt. Ja, sie ist immer dabei. Ja, live. Ja. Sie sagt immer, wenn ich zu Hause mal so ein cooler Typ wäre wie im Video, ja, dann würde sie mich noch mehr lieben. Oder überhaupt, ja. Wiss ich auch nicht. Wiss gar nicht, was sie meint. Ich bin so eigentlich im wahren Leben auch, ja. Ich glaube, sie versteht meinen Humor da nur nicht. Ja? So, also wir haben auf jeden Fall wenig Kleriker. Das nehmen wir auf jeden Fall Kleriker hier. Baba. Da ist schon wieder Druide. Nehmen wir Baba. Kleriker. Und hier nehmen wir Kämpfer. Da haben wir nämlich einige verballert. Von daher brauchen wir da wieder was. So, okay. Das waren Alkacharz. Ja, das waren Alkacharz. Und wir holen jetzt hier 16 fertige Ausbildungen raus, wo wir mal gucken, was dabei ist. Und die wollen wir in Kongalach stopfen. Ne? Deswegen habe ich mir das auch aufgehoben, den fertig zu machen. Brauche den erst für Rush. Und es bietet sich dann an. So, von daher gucken wir mal. Auf geht's mit Boril. Kadilen. Naja, also braucht man nicht in der normalen Version. Aber tauschi-tauschi. Tauschi-tauschi. Sehr cool. Azar. Utau. Mondfalke. Ich habe das Gefühl, dass das Bild verzögert ist. Ich drück mal drauf. Nö, geht. Kelil, Kariel, Ganju, Kailani,
Ja, scheint so, als wenn das einer da gewesen ist, ja. Kettmon, Naschka, Schlitzer. Und das war's. War jetzt auch nicht so die fette Ausbeute, ne? Aber was soll ich sagen? Immerhin einmal Kardielen für eventuell mal tauschen. Wer weiß, wofür es gut ist, gelle? Oh, mir tut ja. Ich sitze so scheiße. Tut mir die Schultern weh hier. Fühle mich hier wie so ein. Hier so, ja. Dabei bin ich ja eher schlank. Ne? Falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ne? So, nehmen wir mal Kongalach hier. Und pusten da mal ein bisschen was rein. Wir nehmen mal hier die Dreier, damit das ein bisschen sportlicher geht, sonst kostet das so viel Fleisch hier. So. Das war wahrscheinlich schon gewesen, war? So viele waren es denn doch nicht. Hat gar nicht so viel gebracht, ne? Nervt. So, die Einer kommen da nicht rein. Und dann ist gut. Okay, ja, Kongalach habe ich vorgezogen. Vor. Oh Mann, ey. Es ist zum Kotzen. Vor Grace, weil als nächstes kommt Rush, wenn ich mich recht entsinne. Ja, und nach dem Rush ist vorm Rush. Und da ich beim Rush-Krieg immer teilweise einfach nicht so die Helden habe, die da ordentlich reinbumsen, auch in der Verteidigung nicht, finde ich, Kongalach macht da eigentlich einen ganz guten. Ja, von daher nehmen wir den. So, dann gucken wir mal rein. Wir haben 17 Truppen fertig. Kommen ein paar Grün könnte ich gebrauchen. Mal sehen, ob Grün bei ist. Wow, eine Truppe. Wow, zwei Truppen. Naja gut, immerhin vier Truppen. Ja, so, die haben wir rausgeholt, weil ich will Truppen leveln. Und zwar ist es jetzt nicht irgendwie Ziel, hier auf 30 zu gehen oder so. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Die können auf 29 rumkrepeln da und dann ist es gut. Aber ich habe ja angefangen, mir die Magier und diese Zyklopenkeulen hier zu leveln. Und zwar so, dass die eine Stufe haben, dass ich ein 5-Sterne-Held oder wie auch immer einen mittleren Held, der einen Mana-Knoten hat, ja, und irgendwoher ein Prozentpunkt bekommt, in neuen Stein geladen ist. Ja. So, und das ist wiederum bei der Magiertruppe eine 11er, ja, die 11% braucht er, weil er braucht insgesamt 12. Und bei dem Kollegen ist es die 12er-Truppe. Und dann hat er 11%. Das heißt, dadurch, dass ich jedem eigentlich immer den Mana-Knoten gebe, weiß ich, dass ich jeden mittleren Helden, ohne dann nachzudenken, in neun Steinen geladen kriege. Also drei Matches. So. Und das finde ich gut. So, jetzt habe ich aber zum Beispiel, also in Blau habe ich ja die 29er oben und habe die 2 Elfer. Damit habe ich also, wenn ich einen Dreier-Stack spiele, auf jeden Fall in Blau, selbst wenn es mittlere Helden sind, alle geladen. Ja, vorausgesetzt, die haben den Mana-Knoten. Aber ich könnte halt korrigieren mit der 29er-Truppe, wenn er keinen Mana-Knoten hat. So. Und bei Lila habe ich quasi eine Ölver-Magier. Und bei Gelb habe ich auch eine Ölver-Magier. Also da fehlen mir einfach noch die Truppen. Und in Rot habe ich gar keine Magier, deswegen habe ich eine auf 17 noch geprügelt, damit ich die dann da nutzen kann. Weil das hat denselben Effekt. Ne? Die hat dann auch 11%, alles gut. So, jetzt habe ich aber einen Grün. Ja, letzte Mal den Haschel bekommen. So. Und da ich jetzt auch nicht lange rummalen will hier, ballern wir jetzt einfach alles rein und holen den mal schnell auf Stufe 12. Und ja, jetzt könnte man sagen, in den unteren, da levelt man eigentlich die unteren Dinger da weg und so. Ja, könnte man machen, habe ich aber gerade ja keinen Bock zu. Weil mir die Truppe so einfach unfassbar viel hilft. Und zwar nicht von wegen, ja, jetzt ist alles schneller und alles toller. Nee, ich muss nicht mehr denken. Ja? Ich hasse es, wenn ich überlegen muss. Ihr wisst, ich habe ein großes Herz für Truppen, ja, nehme ich ja nicht. Und jetzt brauche ich wenigstens nicht mehr denken. Ich weiß einfach, wenn jetzt da ein 5-Sterne-Held ist, also ein Held in Grün, und der hat einen Mana-Knoten, dann kann ich jetzt, egal welche Truppe ich drunter setze, davon ausgehen, dass der in 9 Steinen geladen ist. Und das finde ich geil, weil dann brauche ich nicht mehr denken. Und wenn ich nicht mehr denken muss, dann bin ich ein glücklicher Mann, wa? Bin ich ein glücklicher Connor, würde ich sagen.
Ja, von daher fand ich das gerade richtig gut. Ja, ansonsten, heute ist ja noch Krieg. Nehme ich aber nicht auf, nachdem ich letzten Mittwoch ja die Schmach des Jahres abbekommen habe. Ja, ich habe ja erst überlegt, ne, dass man ja mittlerweile eigentlich Mitglieder, die einfach schlecht im Krieg sind, rausschmeißen sollte. Nachdem ich letztes Mal Letzter geworden bin mit 85 Punkten, habe ich mir überlegt, nee, ist eigentlich auch unloyal, macht man nicht. Nee. Von daher habe ich das wieder gestrichen. Im Moment sieht es ja, sehr eng aus, 53 zu 54 und es sind ja, keine 40 Punkte dazwischen. Das wird eine heiße Kiste werden. Wir sind gespannt, wie es ausgeht. Vielleicht, keine Ahnung, reiche ich das nach oder auch nicht. Wahrscheinlich vergesse ich es wieder, wie ich immer so bin. Ja. Ansonsten ist er hier Thor noch im Anjebötchen. Ja, werde ich nicht beschwören, obwohl er eigentlich ganz cool ist in seinem Kostüm. Ne? Aber da warten wir noch, bis bei Valhalla noch ein bisschen mehr unterwegs ist, was da so kommt. Von daher, alles gut. Ja, und das war dann auch schon gewesen. Ich was vergessen, wollte ich noch was erzählen? Keine Ahnung, 11 Minuten? Nö. Eigentlich alles gut. Ja. Alles gut. Wissen wir alles, ja. Also, Truppe auf 12, coole Geschichte. Kadilen bekommen, auch coole Geschichte. Hätten mehr sein können. Wäre eine coolere Geschichte gewesen, aber hey, was soll's, ja? Leben ist kein Ponyhof. Und von daher, im Moment sieht es eh so aus, als wenn ich zum Tauschen nicht wirklich was habe, obwohl auf jeden Fall noch in den nächsten Tagen noch Beschwörungsinput kommt. Da könnt ihr euch noch drauf freuen. Da dreht nochmal richtig durch. Meine Frau hat mir direkt erstmal rechts und links eine geklatscht, als ich ihr mitgeteilt habe, was sie alles machen muss über Weihnachten. Ja. Sie hatte mich dann gefragt, ob man sowas nicht vorher irgendwie festlegen könnte. Ja, also einfach, ne? Also gibt es denn da keinen Kalender? Doch. Ja. Und das ist ja dann für eine Woche oder? Nö, für einen Monat. Ja, also eigentlich hätte ich zu Anfang des Monats schon wissen können, was ich vielleicht mache. Ja. Naja, könnt ihr euch vorstellen, ne? Diskussion Mann-Frau ist immer schwierig. Immer schwierig. Ja, von daher habe ich eine gefeuert gekriegt, alles gut. Aber sie macht es trotzdem, wa? Und Ziel erreicht. Also von daher, werdet ihr sehen, kommen ein paar Beschwörungsvideos. Ja, könnte sein, dass ich mich in Schale geworfen habe. Müssen wir mal gucken. Ne? Müssen wir mal gucken. Machen wir ja alles immer live, ne? Also wird auch nicht voraufgenommen oder so. Knallen wir alles direkt raus, ne? Damit, ja, damit Farbe mir sicht wird, dann ja, hochgeladen und alles. Ne? Ah, ihr wisst, komm, jetzt schweife ich ab. Ja, ich will auch ins Bettchen, ne? Ist schon spät. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Beim Teller Buntes, wenn es wieder heißt, wir holen Alka-Schatz raus und gucken, was so in der Weltgeschichte passiert. Setz dich hin, Hund! Ruhig. Könnte sein, dass er gleich knurrt. Passt auf. Oh nee. Erstmal guckt er nur blöd und kratzt sich, weil er aufgerichtet. Ja, er hat nämlich das Brummen für sich entdeckt. Ja, er bellt nicht wie andere Hunde, was sehr angenehm ist, aber er brummt. Ja, das klingt dann so. Ja. Könnte auch ein Gedicht werden oder eine Ode. Wer weiß. Keiner weiß es, ja. Wir werden es herausfinden. Ihr habt ja gesagt, ich soll unbedingt mal zeigen. Ich werde irgendwann mal zeigen. Ja, dann sitzt ihr hier drauf wie so ein Pferd und so. Machen wir schon. Na? So, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Solltet ihr beschwören und solltet ihr im Krieg aktiv sein, dann natürlich da auch. Ja, von daher drücke ich euch die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.